Hallo, meine lieben Freunde, Sie haben so eine weitere Folge gewatcht. Assassin's Creed. Mit mir, dem Razer Games und ihm, dem Edward Snowden. Ich sollte vielleicht diese bescheuerten NSA-Witze lassen. Denn das ist nicht lustig. Und wir machen als erstes, habe ich beschlossen, den Turm hier. Denn ich möchte halbwegs sehen, was ich hier mache, wo ich hier langlaufen so. Piraten retten. Ey. Was sind denn jetzt die Piraten? Ach, das. Ach, dieser Schwarz ist der Pirat. Okay. Das halte ich von deinen Befehlen, du Hund. So. Bedankt er sich vielleicht auch mal? Oh, tut er sogar echt. Gracias. Meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Und somit heulen wir dann Piraten immer an, oder was? Alles klar. Ich muss sagen, das Spiel macht mir jetzt richtig viel Spaß. Ich muss echt... Ich glaube, so eine Spaßkurve hatte ich noch nie in dem Let's Play. Also Watch Dogs war schon auch geil. Aber so nach der dritten bis vierten Folge hat sich das dann gelegt, dieses Flashen. Das ist hier in Assassin's Creed irgendwie ganz anders. So, das müssen wir aber ganz nach... Alter, das ist ein bisschen überblendet. Ich habe keine Grafikmods drauf, übrigens. Ne? Ich weiß nicht mehr, gibt es überhaupt dafür Grafikmods für Assassin's Creed? Ich meine, sieht eigentlich schon so optimal aus von der Belichtung her. Oh, das da gerade war vielleicht ein bisschen arg brutal. Boah, jetzt geht er da hoch, ey. Weißt du, wie so ein Krüppel. Oh, wo gehe ich denn fast nächstes? Mein Gott. Können wir uns eigentlich auch mal hier. Oh, ein Fragment. Können wir eigentlich mal hier ein bisschen drauf sitzen bleiben und hier mal. Einfach mal, guck mal, hier gibt's, guck mal, außerhalb der Stadtmauer. Ich frage mich gerade, ob das hier alles außerhalb der Mauer, ob das, ob man da hinkommt oder ob das nur so im Prinzip so. Wie halt in Skyrim, wenn du über eine Stadtmauer schaust, dann ist es ja auch so. Also, ob das halt eine Ladezeit hat, aber ich glaube nämlich, irgendwie sieht es ein bisschen gerade zur Nacht aus. Das würde jetzt mein Spiel dann doch wieder ein bisschen trügen. Na, schauen wir gleich mal nach. Oh, ganz zum Beispiel wieder ein Falke im Hintergrund oder ein Adler oder beides in einem. Ein Falkenadler. Wer kennt ihn denn nicht? Ich muss sagen, das sieht ziemlich geil aus. So. Dann bewegen Sie L in Richtung eines Heuhaufens. Aha. Ach so, dann könnte man theoretisch auf Feinde springen oder so. Aber das wollen wir jetzt noch nicht. So, komme ich hier auf eine Mauer? Weil ich möchte es nämlich jetzt echt mal rausfinden. Ob ich hier... Was denn? Naja, gut, Leute, ich würde sagen, wir machen mal hier eben. Schon mal eben nach. Würde ich jetzt... Nein. Ich habe schon ziemlich viel erkundet, möchte ich mal eben sagen. Hier ist eigentlich ist auch noch so ein Posten. Sollen wir den noch mal machen hier? Wobei... Sollen wir mal probieren? Wir probieren den jetzt einfach mal. Probieren geht über Studieren ganz einfach. Nee, was andersrum. Nee, oder? Nee, ja, so stimmt's. Ach ja, Razer und seine bescheuerte Sprachfehler. Sprachfehler, Sprüchefehler. Mein Gott, ey. Das müssen wir immer so zusammenschneiden. So, die ganze Zeit. So, hier drauf. Da sind ja zum Glück nicht viele Wachen, sonst wäre das ja schwierig. Guck mal, das ist ein Leuchtturm, glaube ich, oder so. Ich glaube, das... Ey, was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Wollt ihr mich verarschen? Lol, das wollte ich gar nicht. Oh mein Gott, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier, Fuck. Da, Geld. Na, Gott, ich muss aus dem Kampf fliehen, um zu regenerieren. Verdammt. Oh Gott. Okay, ich regeneriere wieder. Fuck.
Hallo, geh weg da. So. Okay. Komm, ich bin raus aus dem Radius, genau. Guck mal, es ist ja nochmal so ein Falkending. Ach, das haben wir wahrscheinlich schon, oder? Oh ja, das haben wir auf jeden Fall schon. Gut, dann machen wir jetzt mal. Ach du Kacke, ist das weit weg. Ne, warte mal. Hier hin. Ne, warte, das ist mein Waypoint. Ach, egal, wir gehen einfach zur nächsten Mission. Das ist in die Richtung. Warte mal, dann machen wir mal wieder einen Waypoint hin. Ach, guck mal, das ist hier. Weil sonst haben wir nämlich. Weil ich mache da so. Weil jetzt haben wir nämlich keinen Waypoint mehr, dann ist die Karte schön aufgeräumt. Ne, weil unaufgeräumte Karten sind eine Plage. Nicht. Oh, Hund. Schön, ne? Hier, kauf dir was Nettes. Ich finde es so geil, wie die sich einfach gleich alle drauf stützen. Morgen, Duncan. Morgen, lol, das. Ach, das ist ein Pirat. Was willst du? Ach so, ach nee, der hat eine Beere. Ach so, da hat natürlich eine mega Stimmenband, mit dem er mich dann rufen kann. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Ich dumm alle. Edward? Hallo, Edward? Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Na, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Boah, das sagte ich gerade schon, ne? Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. Ah, okay. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie sind du da. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse? Nur so. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ei, das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Torres. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Okay. Die Templer verteidigen. Oh, Assassinen. Weg mit den Assassinen hier. Muss ich jetzt meine eigenen Leute töten? Oder ne, warte, ich bin gar kein Assassine, oder? Nicht ein Assassine? Ich weiß es nicht. Leute, bin ich ein Assassine? Sagt es mir. Oh, da ist noch ein Assassine. Achtet auf Rassen und Gassen. Sie können überall sein. Achtet auf Rassen und. Oh, Roll. Ah, mir wurde gesagt, die Kämpfe sollen schwerer sein als im dritten Teil, aber irgendwie ist sie nicht ganz so. So, ich muss sie mal eben hier, ne? Das ist eine zweite hier. Ach so, bei Verbündeten. Okay, okay, okay. I'm on my way. Lol. Xa. Nein, jetzt habe ich Geld gefunden. Nein!
So. Okay, Alter, ey. Fangen. Okay, alles klar. Den Weisen von oben anspringen. Boah, Alter. Boah, okay, da noch. Okay. Okay, wir verfolgen ihn. Oh mein Gott. Alter, was macht er denn hier? Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Ja, das will ich hoffen, dass es leichter wird hier. Oh. Okay, alles gut. Ah, spring da runter, du Wichser. Was macht der denn? Ja, toll, weißt du. Boah, Alter. So, was will der? Ich komme von unten hier. Kannst du nämlich gucken, wo du bleibst? Ist mir egal. Ah, ist hier reingeflüchtet. Ja, Gott, ey. Oh, da war gerade durch ein Aufzug rechts. Was macht der denn? Ja, toll, weißt du, wie willst du den dann fangen, wenn der so eine Scheiß macht, dieser Charakter hier, ey? Ja, super. Ach Mann, ey. Weißt du, das, also ich muss ganz ehrlich muss ich mal sagen, ja, die Steuerung von dem Spiel ist richtig von Arsch. Ganz ehrlich. Oh Mann. So. Und den Weisen brauchen wir jetzt. Das lass ich dir. Oder was? Ich komme gerade mir gar nicht so richtig mit der Story. Dieses Artefakt muss mit dem Blut von dem Weisen aktiviert werden oder so. Ja, gib mir deine Buschschreien. Irgendwie so auf jeden Fall. Da muss ich mich nochmal informieren. So. Wir sind auf jeden Fall näher dran diesmal. Ja, wir müssen erstmal hin rankommen. Edward. Edward. Mann, ey, what the fuck? Ach, soll ich wissen, dass ich den nicht töten soll? Oh, da steht Fang. Da stand Fang. Das wäre vielleicht ein Grund gewesen, dass ich ihn nicht töten sollte. Ach ja. Wir haben ja Zeit, ne? Ist ja kein Problem. Leichter für uns beide. So, wo ist er? Da unten, okay. Naja, geh wieder dorthin, wo du meinst, wo es gut ist. Ja, mach was du möchtest, Edward. Kein Problem. Oder ich schieß dir ins Knie. So. Ja, wie fange ich denn? Wie fange ich denn? Boah, Mann, ey, diese Steuerung im Spiel. Alter. Ach ja. Ist ja schön hier, ey. Ja, super. Alter. Ja, toll. Weißt du, das ist doch
Probier das wieder mit Tastatur, aber damit wird es ja noch schlechter wahrscheinlich funktionieren. Alter, ey. Weißt du, das ist nur in der Kacksteuerung, ey. Du bist sehr schnell, das lass ich dir. Mein Gott. Okay, jetzt dachte ich gerade, ich hätte den Aufzug benutzen können. Geh doch die Leiter hoch, du Wichser, ey. Alter. Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Alter, den kriegen wir doch jetzt nie mehr. So. Halt, oder ich schieß dir ins Knie. Wir sind da jetzt irgendwo hier lang gelaufen. Ah, okay. Hier hoch, denke ich mal. Oh, Mann, ey. Steuer macht mich fertig in dem Spiel, ohne Spaß. Alter! Komm ich denn jetzt hier? Okay. Rennen. Ja. Was, guck mal, was der macht, ey. Was, warum? Alter, diese Steuerung. So, jetzt aber, ey. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Komm, hau rein hier. Ja, das wollte ich, definitiv. Egal, so geht's ja noch einigermaßen. Dann wird's leichter für uns beide. Okay, oder auch nicht. Fuck. Ja, aber es geht. Nein, was macht er denn? Was macht er denn? Aber wie will man den denn noch fangen? Das raff ich irgendwie nicht. Wie willst du den denn fangen? Das geht doch nicht, oder? Mann, jetzt hab ich ihn gekillt, ey. Du bist sehr schnell. Ach ja. Ist das nicht schön? Die 15. Mission schon zum wievielten Mal auch immer. Jetzt geht da hoch. Beim Laufen. Ah, okay. E drücken. Dann wird's leichter für uns beide. Alles klar. Jetzt weiß ich zumindest, wie man den fängt. Oder ich schieß dir ins Knie. So. Naja, Edward, reg dich mal nicht so auf hier, ey. Nur ich hab ein Recht, mich aufzu... Ja, das denke ich mir auch bei der Steuerung hier. Geh doch da runter! Mein Gott, ey. Das ist echt schlimm. Vor allem, wohin flüchtet er denn? Das bringt doch gar nichts, wenn der jetzt hier... Geh runter! Ja, schön. Jetzt haben wir in so einer Kackaktion gleich wieder verloren, ey. Alter! Verprügeln. Okay. Verteidigung durchbrechen. So. Okay, Alter, endlich, ey. Gut gemacht, Schoßhund. Schweig! Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erster Rate einer langfristigen Investition. Gracias.
Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Alles klar. Mission beendet. Wenn weiß, wo du anspringen kannst, kannst du die Pistole benutzen. Nee. Pistolen sind böse. Die benutzt man mal nicht. So, jetzt kann ich ja wieder auf den Controller umschalten hier. Ja. Schön. Ich würde sagen, wir machen nochmal zum Abschluss der Folge hier. Das geht ja runter. Hier, so ein Ding. Runter. Der spanische Kommandant. Auftrag, also. Boah, Auftrag annehmen oder ablehnen. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Mitten im Marktbezug von Havanna wurde ein Heerlager aufgeschlagen. Euer Ziel ist es, Hauptmann dieser Reservierten, der gleichzeitig ein Templer ist. Achso, euer Ziel ist der Hauptmann. Ich dachte gerade, es geht nicht weiter oder so. Ein schöner Vogel. So. Den Aufenthaltsort des Ziels erreichen. Aber wo ist denn der Aufenthaltsort? Das kann ich doch gar nicht ahnen. Oder? Hä? Missionen? Geschäfte, Fundstücke, Nebenaktivitäten. Schauplätze haben wir ja auch nichts. Alle Symbole, ist ja super. Ach, guck mal da, bei dem Totenkopf wahrscheinlich, denke ich mal. So, hier irgendwie hier rüber, genau. Geh da rüber. Geh da rüber. Jetzt wieder runter, so. Alter, die Steuerung teilweise, ne? Drücken Sie einmal das Anlauf, um jetzt hier zu identifizieren. So. Ja, die Frage ist, wo ist unser Ziel? Mitten im Hof halt, aber wo jetzt hier so in Realitätssicht? Ja, hier. Das Ziel eliminieren. In 20 Meters. Oh, lol, das ist eine Wache. Wenn nicht, dann tut mir sehr leid. Bleibt er nur in diesem Hof? Ja, anscheinend schon. Er soll von dem Dach da weggehen. Man macht wahrscheinlich nicht. Niederschlagen. So. Hallo? Okay. Oh Gott. Fuck. Oh oh. Das war blöd. Na gut, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge das nicht weiter. Und würde sagen. Nein, das möchte ich nicht mehr machen. Ja. An der nächsten Folge weiter hier mit dem hier. Markiere ich mir schon mal für die nächste Folge, ne? Bis dahin sehen wir uns dann gar nicht. Bis morgen um
irgendwas, oh, ich weiß nicht, mehr kann noch in einer Session auf. Ja, kommen Sie später zurück, genau. Ich würde sagen, wir sehen uns in der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir doch einen netten Daumen nach oben. Bis dann, haut rein. Tschüss.